Willkommen Freunde zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal wieder PlayerUnknown's Battlegrounds. Ein wunderschönes Spiel. Da habe ich ja in letzter Zeit sehr oft im Livestream gespielt. Aber bevor wir jetzt starten, noch eine richtig coole Ankündigung, über die ich mich wirklich sehr freue. Denn in Kürze, und zwar am 18., also in der nächsten Woche, am 18. Mai, da gibt es einen, nicht nur einen, sondern den ersten Livestream in unserem Studio, ne, da wo wir auch mit PlayNation TV immer unsere Videos, unsere Formate, Talking Games und so weiter und so fort aufnehmen und produzieren. Und da gibt es einen Livestream, und zwar werden wir gemeinsam mit den Jungs von Pizmeet und Dalukart und auch mit dem guten Sarazar gegeneinander Tekken 7 spielen. Ja, das ist so ein Beat'em-up, und da habe ich richtig Bock. Ich glaube, das wird sehr interessant. Wir werden halt dann gemeinsam mit Sarazar, also die PlayNation Crew, gegen die Pizmeet Crew und mit Dalukart gehört ja auch mit dazu, antreten. Und ihr könnt uns dann anfeuern, Fragen stellen unter bestimmten Hashtags. Das Ganze, also diesen Livestream, den werdet ihr dann auf PlayNation TV finden, also auf dem YouTube-Channel von uns. Kennt ihr wahrscheinlich, gibt es ansonsten nochmal in der Videobeschreibung oder auch bei mir auf dem Kanal rechts verlinkt, aber solltet ihr ja mittlerweile auch schon kennen. Das Ganze startet, wie gesagt, am 18. Mai 2017 natürlich, in diesem Jahr um 19 Uhr. Und da geht's dann los mit Tekken 7 im Kampf gegen die Pietz. Ich hoffe, ihr feuert uns da tatkräftig an. Wird, glaube ich, sehr cool. In den nächsten Tagen gibt's halt auf Instagram, Facebook und Twitter natürlich auch noch Ankündigungen und natürlich auch Fotos. Und da gibt es auch ein Video, das das alles nochmal zusammenfasst. Hinterher so ein Highlight-Video und alles Mögliche. Wird, glaube ich, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Aber jetzt geht's erstmal los mit Battlegrounds. Und da geht's schon los mit der Solo-Runde hier in Battlegrounds. Ich habe mega Bock. Ich glaube, es ist auch ein bisschen konzentrierter, wenn ich jetzt mal komplett alleine spiele. Auch ohne Livestream. Ohne Chat vor allem. Das lenkt halt im positiven Sinne ab. Ich mache es mega gerne. Es wird auch noch mega viele Livestreams geben. Aber es lenkt einfach auch ein bisschen ab. Gerade auch, wenn man mit mehreren spielt. Deswegen jetzt so eine schöne und hoffentlich konzentrierte, taktische Runde Battlegrounds. So, wie viele sind denn hier gerade? Da hinten sind ein paar. Da, hier, da ist auch einer. Das ist mir... Aber wurscht, da ist auch einer, da ist auch einer. Ja, mal gucken, wo die jetzt alle landen wollen. Aber hier will, doch, der will auch hier zu mir, oder? Aber ich werde auf jeden Fall, ich werde vorher. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Meine Tastatur wird wahrscheinlich jetzt wieder Geräusche machen. Oh Gott. Keinen Platz mehr. Boah, die knallen sich da jetzt alle gegenseitig schon ab. Oh nee. Ich muss voll aufpassen. Gut, dass ich schon eine Waffe gefunden habe, aber natürlich alles ein bisschen gefährlich. Ein Rucksack wäre natürlich jetzt. Scheiße, ich brauch. Das ist noch eine Weste. Am Anfang gar nicht mal schlecht. Pistole. Die haben sich auf jeden Fall schon mal ordentlich abgeknallt da hinten. Okay. Boah, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier... Ich hätte natürlich... Ich habe früher eine gute Waffe eigentlich gefunden. Hätte natürlich schon ein bisschen schießen können. Aber wenn man da zwischen die Fronten gerät, das ist auch nicht so geil. Und wenn die Tastatur wirklich so laut ist... Ich habe das letztens erstmal so mitbekommen im Livestream. Werde ich mir vielleicht mal nochmal eine neue, dann die Tage dann. Oh, ist nice. Hier hinlegen, weiß ich auch noch nicht. Oh Gott. AKM. Nicht viel Schuss, aber ich finde die Art besser.
fuck. So, okay. Da geht's raus. Wir gucken ganz kurz oben nochmal. Hier war aber auch noch keiner drin, ne? Die sind auch hier nicht gelandet. Ah, 762, nice. Komplett Granate nehmen wir. Ach, kein Platz. Ich brauche einen Rucksack erstmal. Ich brauche dringend einen Rucksack, sonst habe ich ein kleines Problem. Hier mal kurz reingucken. Achso, ah, Schmerzmittel. Nice. Hier ist kein Rucksack drin. Okay, dann, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen. Schon mal gut, dass wir das jetzt hier überlebt haben. Aber den Tag nicht vor dem Abend loben. So, mal kurz gucken, kurz auf die Zone gucken. Bisschen nach rechts. Kommt da noch einer? Ist keiner? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ab und zu vielleicht neben so einem Stream von Battleground dann auch normale Folgen, wo ich aufnehme und vielleicht ein bisschen konzentrierter bin, weniger auf den Chat eingehen, beziehungsweise gar nicht, weil es ja keine gibt. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es so euch auch gefällt, aber es ist halt ein sehr, sehr gutes Stream-Spiel, wo man interaktiv dann auch mit Angst haben kann, mit schwitzen kann und mit zittern kann. Das ist perfekt dafür, das weiß ich. Deswegen habe ich das auch so viel gestreamt und weil ich halt mega Bock habe. Aber ich will dann hier normale Folgen dann aufzunehmen, die 2 Stunden lang sind oder so, machen meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich das immer so gemacht. Aber ihr könnt das gerne mal mir mitteilen in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich, yo, solche Videos kommen auf jeden Fall auch ganz gut an. So, jetzt aber nicht. Muss ich mal wirklich konzentrieren, jetzt nicht über irgendwelche Sachen reden. Talkrunden, Quatschrunden und so haben wir ja genug gemacht in den Streams, kann man ja immer wieder machen, aber hier mal hoffentlich ein bisschen konzentrierter spielen. Ich habe echt in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Videos angeguckt von Battlegrounds, unter anderem von Moondive, von Vanguard, auch von diesem Charity-Event, wo die ganzen Profis oder die ganzen, ja, viele, viele gute Battleground-Streamer und so da mitgemacht haben. Sehr, sehr interessant gewesen. Hat man auch wieder einiges gelernt. Okay, gut. Wir haben ein bisschen was an Schuss. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Rucksack. Das ist mega wichtig jetzt. Die Zone kommt jetzt auch gleich schon. Wir sind natürlich jetzt einigermaßen drin. Da hinten ist die Stadt. Oh Gott, da will ich gar nicht hin. Ich will gar nicht in die Stadt hin. So. Bisschen um die Stadt rum auf jeden Fall. Wir sind ja schon in der Zone drin. War da gerade Schüsse? Ah, Solo-Runden sind auch immer so mega spannend, ey. Das ist krass. So, ein kleiner Boost und dann geht's weiter. Dann geht's hier über die offene Wiese. Hier wird auch jemand sein, oder? Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Die Türen sind zu, aber das heißt nichts. Boah, bitte sei jetzt hier. Hier darf jetzt keiner sein. Ich kann mir jetzt echt ganz gut looten, wenn jetzt hier keiner ist. Hallo? Nice. Ein Rucksack. Sehr, sehr gut. 9 mm. Ah, hier ist ein Visier. Okay, okay. Was? Scheiße. Gefährlich.
Ich glaube, da ist nur jemand am Anfang getötet worden. Es war ein Newbie. Einer, der gerade erst gelandet ist. Aber trotzdem, ich will ja gar nicht länger looten. Ein bisschen zu gefährlich hier. So, wie fahren wir? Wie fahren wir? Sieht nicht ganz gut aus. Ich warte jetzt noch ein bisschen mit der Zone, wo die hingeht und so. Ein bisschen spekulieren. Dann werde ich, glaube ich, auch zu Fuß weiter. Ich weiß es nicht. Gott, bis der mal anfährt. Der fährt da rüber, ne? Gar nicht auffällig, aber ich will mich gerade nicht trennen von meinem Auto eigentlich. Sag mal, ist das gut mit dir? Oh nein, ich überfahre mich jetzt noch gleich. Okay. Schon gefährlich hier. Hat da gerade jemand geschossen? Ach so. Eigentlich gar nicht gut, immer dieses Hinlegen, ne? Das ist keine so nice Idee von mir. So, jetzt weiß auf jeden Fall jeder, wo ich bin. Aber ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu laut, ne? Im Solo, im Squad oder im Duo, da kann man ruhig auch mal mit mehreren spielen. Mit mehreren dann so im Auto rumfahren, da hat man mehr Augen, mehr Waffen und so, aber hier. Du kannst dich halt nicht auf alles konzentrieren, dann wirst du beschossen und kann dich auch keiner mehr heilen. Aber dass wir keinen Gegner zu Gesicht bekommen haben am Anfang. Nachdem wir dann gelandet sind, die waren auf einmal alle weg. Haben sich gegenseitig umgebracht. Waren weg. Waren weg. Haben wahrscheinlich gesehen, dass wir... Oh nein. Oh scheiße, dass wir eine gute Waffe gefunden haben. Immerhin sind wir in der Zone. Müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir in der roten Zone auch gerade mittendrin sind. Ich fühle mich gerade sehr, sehr unwohl hier. Habe ich da was gehört? Habe ich das gehört? Ich bin hier, es ist keine gute Position. Da vorne unten werden bestimmt welche kommen jetzt gleich.
mal in die Zone rein. Schüsse von da links. Gott, oh Gott, oh Gott. Angespannt bis zum Jed nicht mehr. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Scheiße. Gut. Gehen wir weiter hoch. Kommen da noch welche rein hier? 44 Leute am Leben. Nicht viel Action hier, ne? Ich hätte ja wenigstens am Anfang gern. Nee, es war eigentlich in Ordnung. Muss ja nicht sein, dass man am Anfang mal gleich. Schön in Ruhe looten hat ja auch was für sich, ne? Bisschen an der Zone entlang ist auch gar nicht mehr so schlecht. Finde ich. Ich habe keine Ahnung, wo die alle jetzt gerade sind. Ich habe einmal hier die Schüsse von hier aus irgendwo gehört. Aber sonst. Bitte nicht von da oben. Aber Housekeeper sind ja mittlerweile so verpönt in Battlegrounds. Aber ab und zu bietet sich das einfach extrem an. Das kann ich schon nachvollziehen. Habe ich ja auch schon oft gemacht. Will mich da gar nicht rausreden. Okay, ein bisschen auf die Zone gucken jetzt. Ein paar Sachen, ja, wir haben keine Medikamente. Oh, das ist nicht gut. Wir sind nicht gut ausgerüstet. Wir hätten viel mehr looten müssen. Viel mehr looten müssen. Aber jetzt den Pushinki looten? Oh Gott, oh Gott. Leute, ich lüge euch gar nicht an. Das sind keine guten Voraussetzungen. Wir jetzt hier runter so ganz offen. Von überall gut zu sehen. Und wenn sich jemand in Pushinki, und das ist auf jeden Fall der Fall, sich da jemand in Haus gesetzt hat oder mehrere, dann kannst du da auch das Looten voll vergessen. Oh, von hier oben kommen bestimmt auch gleich noch welche. Zwei, drei Schüsse, zack, da ist er hinüber dann. Aber man muss ein bisschen zocken hier, auf jeden Fall. Ganz kurz gucken. Oh Gott, hier zu looten, ey, das ist schon ziemlich blöd, was ich jetzt hier eigentlich mache. Hui, ich glaube, ich warte hier mal kurz. Oh Gott, wenn jetzt. Entweder ist oben noch einer oder es kommt die anderen vorbei gleich. Aber wenn jetzt der Luftschlag kommt, dann könnte ich eigentlich hochgehen. Hu. Tatsache keiner.
Okay. Wir müssen weiter. Wirklich keiner. Ja, viele haben die mir hier nicht gelassen. Scheiße. Der kann auch hier hinten sein. Der kann auch in dem anderen Haus noch sein. Was ich nicht hoffen will. Ah gut, das ist nur so ein... Naja, ich weiß nicht, ob da einer drin ist. Ich habe mich lange nicht mehr so ungewohnt in diesem Spiel gespielt. So unwohl gefühlt in Battlegrounds. Fuck. Da ist keiner drin, oder was? Das ist aber verdächtig. Schüsse von da hinten. Ich bin so scheiß offen die ganze Zeit hier. Ich bin nicht zufrieden. Ist da hinten ein Bunkereingang, ne? Da ist jemand. Hat er mich gesehen? Ich hätte schießen können, aber nee, ein bisschen Ruhe heute mal bewahren. Die Zone. Scheiße. Nein! Ah, wie dumm war das denn von mir? Das kann doch gar nicht sein! Ah, so eine scheiß Runde, ey, fuck. Ah, Gott! Meine Nerven haben voll versagt einfach nur. Im Stream würde ich jetzt sagen, ja, komm, Leute, lasst noch eine Runde machen. Aber, ja, das ist halt so. Deswegen streame ich das auch lieber. Dann sagt man, naja, man macht noch eine Runde, dann wird es auch besser. Und wir hatten ja auch echt schon coole Runden, wir hatten spannende Runden und wir hatten lustige Runden. Das war jetzt eine Runde, ja, die jetzt nicht so wirklich geil war. Ich habe scheiße geschossen, muss ich dazu sagen. Ich hatte aber auch dieses Rotpunktvisier, das ist nicht geil. Ich will mich gar nicht rausreden, war nicht geil, aber naja, Leute, das war eine neue Runde Battlegrounds. Wenn es euch trotzdem vielleicht gefallen hat oder ihr mir gerne zuguckt, ihr mich sympathisch findet oder sonst was, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, es in die Kommentare schreiben oder mich abonnieren oder wie auch immer. Und dann gibt es die nächsten Tage oder ich weiß gar nicht wann, mal gucken. Weil am Wochenende bin ich nicht da. Da gibt es auf jeden Fall neue Livestreams. Ne? Immer gerne auf dem Kanal vorbeigucken. Ich glaube, da findet sich für jeden etwas. Vor allem Battlegrounds momentan halt. Naja, bin nicht ganz zufrieden damit, aber ja. Und nochmal, denkt dran, ne? Nächste Woche am 18. Mai zocken wir dann gegen die Jungs von Pete's Meat Tekken 7. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann haut rein. Bis dann.